dass es mehr als anstrengend ist. Vor allen Dingen anstrengend, weil man dieser Bahn alles aus der Nase ziehen muss, anstatt dass sie offensiv mit klaren Fakten, mit klaren belastbaren Zahlen in die Gespräche geht, muss man ja alles aus der Nase ziehen. Selbst Definitionen, wo sie welche Sicherheitssysteme einzubauen bereit sind, muss man genau nachfragen, weil sie genau wissen, wir kennen uns aus. Sie versuchen die Kosten niedrig zu halten, weil unsere Nachfragen treiben ihre Kosten nach oben im Interesse der Sicherheit. Das macht es mühsam. Ich hoffe, dass die Zuschauer nicht eingeschlafen sind. Den Beweis der Sinnhaftigkeit ihres Projektes konnten sie auch heute nicht unter Beweis stellen. Aber gut, es gab neue Erkenntnisse, insofern, dass leider dieses zweite Gleis, was notwendig ist, um eine Anbindung überhaupt ordentlich hinzukriegen am Flughafen, dass das offensichtlich immer noch nicht in trockenen Tüchern sei. Also selbst diese Zusage haben sie wieder zurückgenommen. Und ansonsten ist deutlich geworden, dass wir uns gut auskennen und die Bahn um ihren Leistungsnachweis einfach, den erbringt sie nicht. Ja, sie hat es halt mal wieder behauptet, aber ohne einen Beweis und, zu erbringen. Wir haben diese Fahrplandaten, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, ja ausgewertet, haben sich Schwachpunkte analysiert und auf diese Analyse kam immer die Antwort, ja, das sei nur vorübergehend. Sie machten eine theoretische Zusammenfassung, wie leistungsfähiger ein Durchgangsbahnhof im Verhältnis zu einem nicht ertüchtigten K20-Bahnhof sei, aber selbst diese Beweise konnten sie nicht erbringen. Die Aussagen vom Herrn Fischer als Wirtschaftsminister will ich lieber nicht kommentieren, sonst schimpft man mich noch, dass ich zu wenig Respekt habe. Er hat versucht, an einer Folie von uns, die Boris Palmer vorgestellt hat, zu beweisen, wie sinnhaft, wie das Schicksal von Baden-Württemberg an diesem Projekt hält. Jeder, der zugeguckt hat, hat gewusst, dass ein neuer Wirtschaftsminister überfällig ist. Ja, der Herr Geisler hat ja die kluge Frage gestellt, können alle Züge durch diesen Filtertunnel überhaupt fahren? Dann war die Aussage ja und dann mussten wir natürlich nachfragen, weil diese ganzen Regionalzüge und auch S-Bahnen diese Technik gar nicht haben. Und dann kam dann zögerlich, ja, wir prüfen, ob man das überhaupt so macht oder ob man beide Techniksysteme in diesen Tunnel installiert. Aber eine klare Aussage kam nicht. Morgens haben sie noch behauptet, S-Bahnen könnten durch diesen Filtertunnel fahren im Notfall. Und heute Nachmittag mussten sie kleinlaut zugeben, dass das gar nicht sichergestellt ist.